Ja, das Spiel kenne ich tatsächlich. Wusch, da sind wir wieder. Willkommen zurück bei 19FD mit dem Kai, der schon sehen ist, dem Ronny, der auch zu sehen ist, mit Suhl, dem Gatekeeper. Moin. Ja, Mystery Gadgets, Folge XY. Wir wissen immer noch nicht oder haben es schon wieder vergessen, welches. Weißt du es gerade, welches ist? Nö. Frag mich was Leichteres. Ja, dann frage ich doch einfach nach einem coolen Tool, nach einem Gadget oder irgendwas, was du gerade am Start hast, was ich nicht kenne. Wir haben heute ein bisschen was. Insgesamt sind es eigentlich so 9 Sachen mit insgesamt 11 Produkten. Also heute hauen wir mal richtig einen raus. Und wir fangen mal ganz anders an. Und zwar das erste Gadget hast du eigentlich schon bei dir liegen. Das habe ich nämlich schon mal installiert. Das ist nämlich zukünftig für die Aufnahmen. Und zwar ist es ein Strommessgerät. Die Verpackung davon habe ich dir noch hingelegt. Und zwar die Besonderheit ist, normalerweise ist es ja mal so, dass das Ding ein Display hat. Und man tut sich ja natürlich schwer, du steckst es irgendwo in eine Steckdose, musst jedes Mal runterkrabbeln, um dir das Display anzugucken. Und hier ist das Display an einer Fernbedienung oder an einem Kabel dran. Das heißt, man kann es wunderbar auch in die Kamera halten und sieht dann, genau, dann sieht man nämlich oben, man kann verschiedene Modi durchschalten und da sieht man dann den aktuellen Verbrauch. Und wenn du jetzt mal den Laptop, der bei dir steht, schon anschaltest, dann siehst du gleich, wie das Ding hochschnallt. Oh, bisschen. 54, 59. Genau. Und damit können wir dann zukünftig, nämlich wenn wir hier irgendwelche Gerätschaften haben, nämlich dann mal spontan den Strom oder den Verbrauch prüfen. Ja, siehst du, jetzt geht er bis 135 Watt hoch. Das zieht ein bisschen. Und denke ich mal, ist ganz interessant. Das soll auch nur ein kurzes Intro gewesen sein. Das Ding kostet so um die 25 Euro. Okay, und ich denke mal, wird für uns ganz nützlich sein, weil dann kann man das nämlich auch mal zukünftig angeben. Gibt bestimmt den einen oder anderen, der da jetzt auch sagt, jo, sowas habe ich schon mal gesucht und soll nicht so teuer sein. Genau. Und wer halt das Problem hat wie wir, der möchte das nicht mit einem Display an der Steckdose haben, sondern halt mit einem Kabel, ich glaube, das ist 1,50 Meter lang, dann kann man da das ein bisschen flexibler verlegen. War das jetzt quasi schon Gadget Nummer 1? Das war jetzt sozusagen Gadget Nummer 1 und ich würde sagen, jetzt fangen wir erst richtig an. Ich glaube, da habe ich jetzt ein paar schöne Sachen für dich. Ich war noch nie so schweigsam wie am Anfang gerade. Genau, war ja auch ein kleines Studio-Upgrade und jetzt geht's los. Ja. Du hast es dir gewünscht. Habe ich das? Hey, ist ja der T30 von Dreamy, der neue. Genau. Da weiß ich tatsächlich noch gar nichts drüber, weil da hatte den Artikel, glaube ich, Ben geschrieben für unsere Webseite. Ich glaube auch. Also entsprechend muss ich das Ding jetzt einfach auspacken. Das heißt, wer da jetzt schon mal irgendwelche Informationen haben will, kann natürlich auch die App benutzen von uns oder die Webseite. Oder guckt einfach das Video weiter an. Genau, weil wir machen jetzt nämlich einen schönen, schnellen Cut, indem du das auspackst und dann gehen wir direkt drauf ein, was da alles bei ist. 1 Minute, 37 Sekunden später. So, da ist er. Sieht sehr cool aus. Das Ganze hat jetzt einen grauen Look und das Rohr zum Beispiel sieht so ein bisschen carbonmäßig aus. Finde ich tatsächlich echt stylisch. Ansonsten ist jetzt quasi, sag mal, die Grundform irgendwie alles gleich. Das heißt, elektrisch angetriebene Teppichbürste, die wir hier vorne haben. Das Ganze auch geschlossen, sodass quasi bei den Drehbewegungen nicht großartig was rausfliegt. Wechselbarer Akku habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Ja, da ist er. Genau. Und das ist übrigens nicht nur Carbon-Optik, das ist Carbon. Ist ja, kann ich als Auto bauen. Ist nochmal ummantelt mit so einem Überzug. Kunststoff irgendwie wahrscheinlich nochmal oder so, damit das auch ein bisschen fest ist oder was. Genau, dann hat man natürlich so ein paar Zubehörteile, das heißt hier so ein Bürstenaufsatz. Fugenbürste oder Düse fehlt jetzt, flexibler Schlauch fehlt auch, finde ich jetzt aber nicht so dramatisch. Dann gibt es eben noch die Möbelbürste, die auch so eine Art Teppichbürste eingebaut hat. Dann natürlich noch ein Netzteil, EU. Regelkonform nenne ich es jetzt mal. Und die kleine Wandhalterung, die ich anschrauben kann. Schraubmaterial liegt auch mit bei. Schrauben und Dübel nutze ich nicht. Ich nehme da mal eigene. Ansonsten ist es quasi, glaube ich, schon erklärt. Und kann die noch ran? Die noch. Und dann hängt man das an und dann kann man den da reinhängen. Kann laden. Wahrscheinlich gibt es auch wieder einen zweiten Akku oben drauf, der dann per Kontakt dann mit einer zweiten Ladeschale zum Beladen da ist. Genau. Liegt aber nicht mit bei. Genau. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen zu den Unterschieden ein. Und zwar haben wir ja jetzt, wie gesagt, den T30 als Nachfolger des T20, den wir ja auch schon getestet haben. Und zwar, folgende Sachen haben sich verändert. Die Saugleistung ist gestiegen von 25.000 PA auf 27.000 PA. Okay. Wenn man es in Airwatt umrechnet, war der T20 bei 150 Airwatt und der ist jetzt hier bei 190 Airwatt. Und die Motorleistung ist von 450 Watt auf 550 Watt gestiegen. Gleichzeitig hat man auch den wechselbaren Akku vergrößert. Ich wollte gerade sagen. Genau, von 2700 mAh auf 2900 mAh. Boah. Und was auch neu dazugekommen ist, er hat einen Sensor, um die Staubmenge zu messen. Das heißt, wenn du hinten, wir haben ja weiterhin das Display hinten,
Und wenn man den anmacht, dann schaltet er, nachdem man die Saugstufe gesehen hat, schaltet er um auf die Staubmenge im Verlauf. Genau, als erstes hat man ja die vier Saugstufen bzw. den Automatikmodus. Und wenn man dann den Sauger laufen lässt, dann zeigt er halt so ein Diagramm an, wie jetzt die Staubbelastung beim Saugen ist. Genau, da sieht man die Saugstufen und wenn du jetzt den anlässt. Ja, dann machen wir mal ganz kurz. Achtung, ich mach mal die geringste Echo. Genau, und dann sieht man da jetzt den Verlauf und da steht nämlich, es ist so ein Diagramm, da steht Dust Level und da würde dann man den Verlauf sehen, wie viel er gerade aufnimmt und wegsaugt. Das ist ja cool. Ob das jetzt, wie gesagt, wirklich nur Spielerei ist oder irgendwie einen Mehrwert bietet, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich kann dann wahrscheinlich, wenn ich dann die ganze Zeit sauge, aufs Display gucke, sehen, ah, alles klar, der Staub hält das voll. Ich denke mal, wenn man vielleicht einen Teppich saugt, dann kann man aber auch vielleicht sehen, okay, ja, ist da jetzt noch was drin, muss ich da jetzt noch mehrmals rübergehen? Ja. Ich denke mal, das kann auch ganz... Das sieht man nicht unbedingt, gerade wenn ich den Staubbehälter schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise benutzt habe und da schon direkt drin ist, dann sehe ich ja nicht, was ich da noch großartig aufnehme. Manchmal ist ja nur ein bisschen, mal ist ein bisschen mehr. Vielleicht hilft das jetzt, da ein bisschen gezielter zu reinigen an Ecken und Enden, wo man das halt einfach nicht sieht. Wie groß ist dann eigentlich der Staubbehälter? 0, genau, der ist weiter 0,6 Liter groß, so wie beim Vorgänger, da hat sich nichts geändert. Auch vom Mechanismus her hat sich da nichts geändert. Wie gesagt, die Optik ist jetzt, der T20 hatte ja so eine silberrote Optik und jetzt ist man halt komplett auf so, sage ich mal, Silber, Schwarz, Carbon gegangen. Der ist aber ein bisschen schwerer geworden, kann das sein? Ah, da habe ich jetzt keine Angabe zu, das kann durchaus sein, weil der Akku ja auch größer geworden ist. Ja, also definitiv durch den Akku, weil ja mit der mehr Leistung musste man natürlich noch die Saugzeit ja auch irgendwie wieder aufbohren, wahrscheinlich auch im besten Fall eine Stunde immer noch. Ist weiterhin, also er soll wohl im Eco-Modus auf bis zu 90 Minuten kommen, ich denke mal, das wird aber wahrscheinlich wieder nur eine Angabe sein, die wahrscheinlich ohne motorisierte Bürste vorne gemessen wurde. Letztlich auf jeden Fall leistungsstärker, ein bisschen hochwertiger von der Optik her. Der Akku ist leider nicht separat ladbar, es sei denn, man holt sich wahrscheinlich das Add-on mit dieser oben anbringbaren Ladeschale. Genau, und hier haben wir im Endeffekt wieder eine Teppichbürste oder so eine Kombibürste. Ja. Aber die kann man natürlich auch wieder wechseln. Ja, das ist sehr gut. Was ja sehr einfach geht. Genau, bei irgendeinem Modell, was wir zuletzt getestet haben, ging es nämlich nicht, haben wir bemängelt, weil, wie gesagt, Fell, Haare und Dreck kann sich hier in diesen Rotationsstellen festsetzen. Irgendwann dreht sich sogar der ganze Kopf nicht mehr. Damit kann das Gerät natürlich überhitzen, man kann es beschädigen. Und hier drehe ich einfach, mach's raus, mach's sauber, pack's wieder rein. 5 Minuten später läuft alles wieder. Ja, sehr schön. Jetzt kommen wir, glaube ich, zur Preisfrage, oder? Ich denke, wir haben soweit alles genannt. Hau mal einen raus. Oh, wo lag jetzt der T20? Ich glaube, der lag auch schon bei knapp 300 Euro. Das heißt, ich denke mal, hier werden wir ein bisschen drüber sein. 350, sage ich mal. Aber ich tendiere eher fast zu 400. Also ich bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Der T20 lag, glaube ich, am Anfang auch bei noch ein bisschen mehr. Also UVP liegen wir hier bei Amazon bei 460 Euro. Oh. Der wird jetzt aber mit dem Veröffentlichung dieses Videos eine Woche lang im Sale sein und ist dann erhältlich für 414 Euro. Zusätzlich haben wir aber auch nochmal einen Gutschein bekommen, einen 35-Euro-Gutschein müsste das sein, sodass man dann während der einwöchigen Sale-Phase dann auf 378 Euro kommt. Ja, dann sind wir unter 400 Euro, da ist es, glaube ich, gut aufgehoben. Ich meine, das Produkt ist gerade erst auf den Markt gekommen anscheinend, ne? Entsprechend ist der Preis noch ein bisschen hoch. Genau, weil man da jetzt, natürlich, wer jetzt nicht sofort Bedarf hat, der wartet einfach noch 2-3 Monate und dann werden wir da sicherlich auch schon unter 300 Euro sein. Ansonsten ist es jetzt rein konkurrenztechnisch. Wir hatten letztens ja den ganz alten Dyson V8. Der kostet ja aktuell immer noch um die 360, 380 Euro, wo man jetzt mit dem preislich genauso liegen würde. Und da liegen dann natürlich auch schon wieder Welten zwischen. Welten zwischen. Akku, Display, Saugleistung, Zubehör zum Teil. Naja, Zubehör ist vielleicht Sensorik, nicht ganz, aber... Sensorik, der Automatikmodus und so weiter. Ich finde aber die Optik echt geil. Das sieht nicht billig aus, das sieht stylisch aus. Ja, macht einen echt guten Eindruck. Der Porsche unter denen. Ich sag mal, das, was sie an Gewicht beim Handstück draufgepackt haben durch den größeren Akku, haben sie jetzt halt beim Saugrohr eingespart, dadurch, dass man jetzt hier auf Kohlenstofffaser setzt. Wahrscheinlich, obwohl das Rohr noch nie ins Gewicht gefallen ist. Aber ich meine, man schiebt den ja von A nach B, das wird schon passen. Ja, sehr schön, gefällt mir. Ich bin auf den Test dann auf jeden Fall gespannt. Das werden wir definitiv noch testen, oder? Definitiv. Jo. Sehr gut. Dann packe ich mal weg, oder? Alles weg und dann gehen wir gleich weiter. Willst große Pakete? Oh, was ist das? Dann. Große Pakete. Ja, wie soll ich das jetzt auspacken? Ich glaube, das musste man neben dir deponieren. Ja, ich... irgendwas mit Akku. Auf jeden Fall haben wir hier was ganz Besonderes. So viel kann ich dir schon mal sagen. Jidi! Also da könnte ich jetzt sagen, es wäre ein Saugroboter mit Absaugstation. Könnte man sagen. Vielleicht ist es aber auch was anderes. Könnte auch ein großer Drucker sein, das weiß ich gerade. Das wäre eigentlich auch mal wieder was. Aber dann wäre es ja langweilig und nichts Besonderes.
Ich finde ihren Drucker toll. So, okay, ist irgendwas. Das ist verkehrt rum, oder? Um mich zu verwirren. Nee, damit du es rausbekommst. Pass auf, dass der jetzt nicht gleich runterspringt. Ja, der ist gerade ein bisschen kopflastig. Das riecht aber eine Tonne, ey. Ich habe ja gesagt, das ist was Besonderes. Jetzt bin ich ja gespannt. Auch wenn es nur das Gewicht ist. Das muss mega wertig sein. So. Den Schutz machen wir auch mal ab. Das hier rein. Das sieht alles nach Füllmaterialien aus. Dann nehmen wir den auch mal. Kann ich das hier irgendwie so ablegen, ohne dass ich gleich zerstöre? Tada! Oh, was ist das denn? Ja, dann hol die mal raus. Okay, also das ist eingepackt. Das ist ja schön. Das sieht aus wie ein Wassertank. Das ist ein Wassertank. Könntest richtig liegen. Und das ist ein Staubbehälter. Und vor allen Dingen, ich brauche. Das ist ja geil. Nee, könntest du falsch liegen. Dann ist es ein Lufttank. Nee, das ist ein Frischwasser- und ein Abwassertank. Frischwasser und Abwasser, das heißt, der kann wischen, saugen und sauber machen, kommt dann zurückgefahren und sagt so, wir wechseln mal jetzt das Wasser, das Schmutzige kommt da rein, genau, und das Frische kommt da rein. Und um das Rätsel zur Lösung, kannst du ja noch die dritte Verpackung rausholen aus der Kiste. Dann ich stelle das erstmal wieder rein. Genau. Stimmt, hier sind so eine Aufnahmen, so eine Gummiaufnahmen. Jetzt bin ich ja. Hurra, hurra, was Neues. So, super. Dann siehst du nämlich das Rätsels Lösung gleich. Da ist ein Stromkabel drin, weil sonst geht es nämlich nicht. Das auch. So, da haben wir das Stromkabel und Wischaufsätze. Ach, der ist ja geil. Ah, ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Dann gibt es da noch das hier und ich glaube, das war's. Gut, eine Anleitung, die spare ich mir jetzt einfach. Genau. Und jetzt hauen wir mal einen raus. Und zwar, wie gesagt, es ist auch ein Saugroboter mit Wischfunktion, aber der hat halt diese zwei rotierenden Wischmops. Und da musst du ja auch erstmal die Mehrzahl von Wischmop nachrecherchieren. Mopse? Also offiziell Wischmops. Und zwar nicht nur, dass die beiden dann auch rotieren, sondern die arbeiten auch mit 10 Newton Anpressdruck. Das heißt, die Dinger machen richtig sauber. Und als ob das noch nicht genug ist, haben die auch eine Schmutzerkennung. Das heißt, wenn der Saugroboter feststellt, dass die Wischmops verschmutzt sind, fährt er selbstständig zurück in die Station und dann werden die Dinger mit Frischwasser gereinigt und dann praktisch das Schmutzwasser wird abgesaugt und landet dann in diesem Schmutzwassertank. So dass die Dinger praktisch gespült werden, sie sind dann wieder sauber und dann setzt er seine Reinigung fort. Das klingt mal phänomenal. Also wer jetzt wirklich so einen Saugroboter sucht, der auch anständig wischt, also das wissen wir jetzt natürlich noch nicht, aber der wischt, wo ich nicht 200 Milliliter reinmache und dann hinterherlaufe, weil das zu dolle läuft oder zu wenig oder alle oder was weiß ich, der kann das hier quasi sauber machen, auffüllen und wieder losfahren. Das ist... Ja. Auf was man dann aber verzichten muss, das Ding ist, sieht zwar aus wie eine Absaugstation, ist aber wirklich ohne Staubbeutel. Das heißt, es ist wirklich nur für die Wischfunktion gedacht. Und man hat aber ganz normal nur den Staubbehälter, das heißt also, den muss man weiterhin dann leeren, weil die große Station wirklich nur für die Wischfunktion gedacht ist. Das heißt also, man hat hier wirklich einen Saugroboter, der sehr gut navigieren kann, weil hier oben wieder mit der Kamera und den hatten wir ja auch schon beim Yidi 2 Hybrid zum Beispiel mit der Kamera, hat der super navigiert. Hier liegt aber wirklich der Fokus auf eine exzellente, zumindest so laut Hersteller, weil der ist ja erst ab August erhältlich, kann ich schon mal spoilern. Oh, das ist auch noch ein bisschen hin. Genau, naja, 3 Wochen. Ach stimmt, wir haben ja schon den Team des Jahres. Und der hat halt den absoluten Fokus auf diese Wischfunktion, weil halt diese rotierenden Bürsten hat man so auch noch nicht. Dann auch, dass die mit Anpressdruck nach unten gedrückt werden. Also ich denke mal, und mit der Sensorik, dass die halt auch erkennen, wann die schmutzig sind. Mhm. Das kann schon was Geiles sein. Ja, das sieht auch alles erstmal sehr, sehr plausibel aus. Also ich habe den jetzt mal rausgeholt. Man sieht hier das Teppichtool zum Saubermachen, Wassereinlass. Dann, wie gesagt, wenn ich das reindrücke, das ist dann halt der Druck im Prinzip, der aufgebaut wird durch das Gewicht des Saugers im Prinzip, dass man dann auch wirklich Bodenkontakt hat und dann drehen die sich. Übrigens mit bis zu 180 Umdrehungen pro Minute. Ist auch nicht ganz so langsam. Okay, das klingt plausibel. Dann haben wir noch eine Staubrückschutzklappe noch mit drin und die ganz normalen HEPA-Filter, also das ist nichts Besonderes. Und das Ganze wiegt auch schon ordentlich. Also das ist, klingt schon mal erstmal sehr interessant. Ja, was ich halt jetzt auch wieder cool finde, ist, wir haben natürlich ein etwas niedriges Bauformat, weil der Laserturm oben quasi weggelassen wurde. Dafür ist die Kamera eingebaut, die natürlich das Ganze auch mit übernimmt, mit anderen Sensoren, die noch an der Seite verteilt sind wahrscheinlich, ne? Genau.
Und dementsprechend wird das Ding genauso vernünftig auch rumlaufen also, fahren. Ja, wie gesagt, und bei dem ID2 Hybrid, der hat ja selbst, genau. auch wenn er auf diesen Laserturm verzichtet, der hat ja auch diese Kamera gehabt. Ist ja nicht das erste Modell, was er macht. Also Videoslam-Modus. Ja. Und hat genau mindestens genau. genauso gut. Wir hatten ja auch schon in den vergangenen Jahren auch schon das eine oder andere Modell, was auch auf eine Kamera gesetzt hat und auf den Laserturm verzichtet hat. Und das hat sich auch echt gut navigiert und mit den Kartografieren hat funktioniert. Also das ist auf jeden Fall kein Nachteil. Ganz im Gegenteil, das ist ein Vorteil, weil es halt einfach baumäßig ein bisschen flacher gebaut ist. Weil da sind wir deutlich unter 10 cm. Wie viel das jetzt genau ist, müssen wir nochmal gucken. Keine Ahnung, hast du die Höhe sogar aufgeschrieben? Nee, habe ich jetzt nicht parat. Nee. Aber wir können ja kurz mal anwerfen. So, mein Junge, jetzt geh mal hier da in den Lade. Schalt die mal vorher noch an. Ach so, ja, Seite, der ist an der Seite. Ja, ja, ich habe hier gerade schon so einen Knopf gesehen und zwar da. Also, okay, er lädt schon mal. Ja. Genau, da haben wir alles eingerichtet. Jedi Mob Station. Autoreinigung, Reinigungsdatensatz. Ich drücke es einfach mal einmal drauf. Und dann sehen wir, ich bin bereit. Lass genau. den Roboter automatisch starten. Und hier ist alles wieder auch so aufgebaut wie beim letzten Mal. Man muss nur nach unten wischen und hat da alle Einstellungen, die man vornehmen kann. Ah ja, Saugkraft, Wasserdurchflussrate, also elektronische Wasser- oder Pumpensteuerung ist mit bei. Sprachmeldung, die Lautstärke kann ich einstellen. Hier und bereit zum Start. Ich genau. kann die Sprache selbst ändern. Es ist freundlich, dann kannst du ja gleich mal loslegen. Reinigungsplan kann man anlegen. Reinigungseinstellung, also das heißt Do Not Disturb Sachen, also dass der da, wo er nicht reinigen soll, also nicht Stören-Modus. Autosaugkraftverstärkung. Also Teppicherkennung, das ist auch wichtig, weil wenn die Wischfunktion angeschalten ist, dann meidet er automatisch auch Teppiche. Ja, das macht ja auch Sinn, weil ansonsten ist, glaube ich, der Flocati-Teppichbesitzer dann extrem enttäuscht, wenn er nass wird oder kaputt geht. So ist es. Und ich kann noch ein paar Informationen geben, und zwar der Sauger selbst hat 2500 PA, liegt also völlig im Durchschnitt. Ja. Die beiden Tanks, die innen drin sind, haben jeweils 3,5 Liter, das heißt, sie reichen auch eine Weile, bis die voll oder leer sind. Und der Sauger hat ganz normal ein CE-Kennzeichen, die App ist auf Deutsch, der Roboter spricht sehr verständlich Deutsch, hat man alles gerade mitbekommen. Ja, und eine interessante Technik. Also hier ist es wirklich für die Leute, die bei einem Saugroboter dann eher den Fokus auf eine wirklich scheinbar sehr gute Wischfunktion legen. Ja. Ist halt mal das ganze Pferd von hinten aufgesattelt. Ja, deswegen, sonst haben wir ja die Absaugstation für die Staubbeutel, hier haben wir das mal für die Wischfunktion. Und vorne ist noch, genau, das kannst du abmachen, da ist Zubehör drin. Ah ja, da fällt mir dann gleich nochmal ein Ersatzfriemel-Wischmopp raus. Ach, die ist sogar mit so einer runden Aufnahme. Und eine Klobürste, das ist ja auch toll. Genau, das ist für den Schmutztank, weil der sieht ja dann nach dem ersten Mal spätestens nicht mehr so ganz so toll aus. Ja. Naja, hat man den Platz zumindest noch gleich ein bisschen genutzt, dass man das damit einpacken kann. Ja, ach, ist magnetisch ist das. Ah, das ist natürlich dann nett. So, ja, gut. Preisfrage würde ich sagen. Jo. Boah, Jedi ist jetzt auch nicht unbedingt so günstig gewesen. Nee, die waren doch, die waren preis-leistungsmäßig sehr, sehr gut. Ja, da waren wir mit dem, ich glaube, mit dem normalen Sauger waren wir K650, waren wir bei 160, 170 Euro. Okay. Und mit dem Jedi 2 Hybrid waren wir immer so bei 230 Euro. Also rein vom Gefühl würde ich jetzt trotzdem einfach pauschal 500 Euro sagen. Einfach, weil Saugleistung, App, Deutsch, Sprache, Wisch und Saugen und Wasser und hin und her. Ich glaube, das ist nicht ganz günstig. Genau, also die UVP, wenn der jetzt in knapp einem Monat auf den Markt kommt, liegt bei 650 Euro. Oh, und es soll wohl dann am Anfang aber eine Early-Bird-Aktion geben, wo es dann $100, 100 Euro Rabatt gibt. Also wenn bei 550. So in dem Dreh wird es wohl dann. Also wenn man jetzt rein sieht, was der Sauger kann, was saugleistungsmäßig und so weiter kann, ist der in dem Preissegment mit 500 Euro gut aufgehoben. Und wenn man da jetzt, sag mal, die Wischstation mit dazu rechnet, dann kommt man eigentlich da schon bei dem Preis raus. Also ich denke doch, ist auch realistisch. Ja. Klar, ist jetzt ein bisschen mehr, als ich jetzt gedacht habe, aber interessantes Konzept auf jeden Fall. Fall. Also auf was jeden man Fall. Aber sich auch bewusst sein muss, du kannst es ja nochmal zur Seite drehen, das Ding ist wirklich riesengroß. Ja. Und schwer. Also beides. Ja, man muss es ja zum Glück nicht so oft dann hin und her schieben, aber den Platz muss man dann erstmal haben, ja. Ja. Das ist schon, ich meine, die Höhe ist jetzt wahrscheinlich irrelevant, aber halt eben einfach die. Aber man die hat Breite. Hinten ein schönes Kabelmanagement auf jeden Fall, wo man dann das Kabel nach links und rechts noch raus verlegen kann. Also das geht schon klar. Oh, hier oben ist ein LED-Streifen drauf, sehr schön. Genau. Und nochmal Bedienelemente. Kleine Bedienelemente, genau. Ja. Naja, nice. Würde ich sagen, da bin ich gespannt. Machen wir weiter. Juhu, ich bin dafür. Yay, was Kleines für die Ohren. Tronsmart Apollo Air Plus und Apollo Air. Die haben APT-X, die haben auch APT-X. Hybrid Active Noise Cancelling, Hybrid Active Noise Cancelling, das ist schon mal gleich. 20 Stunden Spielzeit gleich. Genau, es gibt noch mehr Unterschied, aber kannst du erstmal rausholen. Ja, dann erzähl ich das. Ich fange mal bei dem Kleinmodell an. Och, die sehen ja süß aus. Mhm. Gibt es übrigens auch noch in einem schwarzen Material, aber hier haben wir jetzt beide in der weißen Optik. Ja.
Noise Cancelling, Anti-Noise, Resulting Noise, okay. Ich nehme jetzt hier einfach mal diese raus. Also was man sieht, ist zubehörlich mit bei, Ladecase liegt mit bei, ein paar Ear-Tips zum Auswechseln liegen mit bei und die In-Ears selbst sind relativ klein, komplett aus Kunststoff gefertigt, wie man es so kennt. Und hier ist dann wahrscheinlich einfach nur ein Ladekabel drin. Ja, Typ C, sehr schön. Ah, zusammengekriegt. So, dann stopfe ich die mal hier rein, weil die waren bestimmt noch nicht drin. Wann ist das links, das ist rechts. Nein, wir müssen so rum. So, schwupps. So, gut, dann wollen wir mal das hier zumachen. Dann gehen wir da mal. Connected, da bin ich schon verbunden. Direkte 60% für den Akku noch über. Da, Power on, da hat sie sich auch gemeldet. Schwimmt erstmal direkt ab. Gucken wir mal, was passiert. Nö, Anleitung habe ich natürlich nicht gelesen. Und es gibt natürlich auch eine App dafür. So, und dann sind wir hier in der App und da kannst du umschalten zwischen Active Noise Cancelling und Transparenzmodus. Genau. Und jetzt müsstest du mich eigentlich gut hören. Ich höre dich auch, genau. Es klingt ein bisschen wie eine Blechtrommel gerade, dass ich dich sprechen höre. Genau, weil ich wahrscheinlich auch ein bisschen weiter weg sitze. Und jetzt kannst du ja mal Active Noise Cancelling anmachen und dann müsstest du mich jetzt rein theoretisch weniger hören. Du klingst jetzt wieder wie in so einer Taucherglocke und die sagt mir das auch an, wenn ich das umschalte. Jetzt mache ich das Ganze wieder aus. Genau, und jetzt müsstest du mich wieder ganz normal hören. Ja, also ein bisschen gedämpft und so weiter, genau. So, ich mache einfach mal Musik an. Ich habe hier irgendeinen Mix an. Genau, und dann hast du unten die Möglichkeit auch... Lautstärke habe ich jetzt gerade auf der Hälfte. Jetzt mache ich mal Umgebungsgeräusch nochmal an. Jetzt müsstest du mich trotzdem noch hören, auch wenn Musik läuft. Ja, also bei 50% muss ich aber schon konzentriert auf deine Lippen gucken, um dich dann zu verstehen. Also wie bei deinen anderen auch. Genau. Und Active unten hast Noise. Du noch die Möglichkeit, dann auch Equalizer einzustellen. Also ich habe Active Noise Cancelling, die verstehe ich gerade nicht. Auch gut. Ich mache mal nochmal Pause, vielleicht war es ja irgendwas wichtig. Genau, ich wollte nur sagen, unten hast du noch die Möglichkeit, den Equalizer auszuwählen. Ah ja, hier, warte, ich mache die Musik nochmal an, ich bin gerade mal eben abwesend. So, Default, tiefer Bass, Hi-Fi, keine Ahnung. Ja, das klingt irgendwie flach, aber ich bleibe hier Default. Ja, ja, so ist heute Friday, die singen hier gerade vor sich hin. Klangtechnisch, ich habe jetzt einfach nur ein YouTube-Video auf, es klingt erstmal vernünftig. Das erwarte ich jetzt auch. Vom Sitz her ist es in Ordnung. Ich werde wahrscheinlich nochmal dann, wenn, einen anderen Aufsatz nehmen müssen, der ein bisschen größer ist, weil die sitzen nicht ganz so stramm drin. Rein optisch sind sie sehr schlicht gehalten. Also jetzt, die gewinnen jetzt keinen Schönheitspreis oder sowas. Aber ja, passt. Ich sage mal noch ein paar Informationen dazu. Also wir haben ganz normale TWS mit Active Noise Cancelling. Insgesamt sind 6 Mikrofone, 3 pro Earbud verbaut. Wir haben aptX Support. Wir haben Bluetooth 5.2 und wir haben halt die Tronsmart App, mit der du dann halt so ein bisschen Equalizer und halt Active Noise Cancelling und Transparenzmodus an- und ausmachen kannst. So, und jetzt kommen wir zu den R Plus und da hast du ja nach den Unterschieden gefragt. Ja. Erstmal soll das Materialfinish schon ein bisschen von dem Case ein bisschen anders sein. Das sieht so ein bisschen schimmrig aus. Es sieht so ein bisschen Champagner-mäßig aus. Also genau, soll ein bisschen hochwertiger sein. Normales Weiß, es fühlt sich ein bisschen glatter an und so Champagner-farben, so ganz leicht. Sieht man vielleicht in der Kamera mehr oder weniger. Ansonsten Aufdruck ist ein bisschen tiefer. Das ist alles gleich. Typ C auf der Rückseite. So, dann nächster Unterschied ist, wir können die per Wireless Charging aufladen. Die R Plus. Also induktiv quasi. Die Kiste. Ja, okay, das ist dann ein kleiner Vorteil, ja. Und wir haben, was du schon gelesen hattest, die Trageerkennung. Das heißt, da sind Infrarotsensoren in den Earbuds. Ja. Das heißt, wenn du sie rausnimmst und reinsteckst, pausiert die Musik und setzt weiter. Sieht man auch direkt. Die gab es nämlich eben nicht. Hier hat man den schwarzen Punkt. Das ist dann einfach dieser Sensor, der das Ganze dann erkennt. Ich schmeiß die auch einfach mal mir ins Ohr. Mal gucken, was die jetzt sagen. Und ansonsten sollen das schon die Unterschiede gewesen sein. Ich habe auf jeden Fall ANC schon an. Klingt immer noch wie eine Blechtrommel, aber ich verstehe dich. Ich kann ja mal ein bisschen näher rankommen. Ja. Und dann müsstest du mich jetzt rein theoretisch ein bisschen besser hören. Ja, ist ein bisschen besser. Warte mal, ich mache mal ganz kurz Musik an. Ich bin auf der Hälfte der Lautstärke in etwa und... So, jetzt rede ich neben dir und jetzt müsstest du mich trotzdem noch halbwegs hören. Ja, halbwegs. Wenn du jetzt Active Noise Cancelling anmachst, dann klingst du wahrscheinlich wieder wie eine Taucherglocke. Und müsstest mich wahrscheinlich jetzt kaum noch hören. Ja, jetzt ist vorbei, ja. Vom Klang, wie gesagt, will ich das gar nicht groß beurteilen. Weil die klingen erstmal vernünftig, die haben einen relativ guten Bass, aber auch hier sitzen die noch nicht perfekt im Ohr. Auch hier muss ich die Ear-Tips nochmal ein bisschen ändern. Aber ich denke, ja, wie gesagt, Tronsmart hat mir schon öfters mal in irgendeiner Art und Weise, ob es nur In-Ears waren oder Bluetooth-Lautsprecher schon mal im Test, die waren auf jeden Fall nie enttäuschend. Jetzt ist natürlich die Preisfrage denn, um das vielleicht mal ein bisschen kurz zu halten. Tja, mit Active Noise Cancelling, Tronsmart ist jetzt auch nicht so teuer. Vielleicht liegen sie bei 50 Euro und die Plus bei 60 Euro. Genau, also UVP liegen beide bei 60 und 80 Euro aktuell ohne Aktion. 60 und 80 ohne Aktion. Aber wie man Tronsmart halt kennt, wird da auch wieder die ein oder andere Aktion kommen.
Auf jeden Fall hat ja Tronsmart auch meines Wissens nach mit die günstigsten TWS, die auch AptX-Unterstützung haben. Das sind ja die Onyx Ace. Die liegen ja immer so bei um die 20 Euro. Mhm. Und die können natürlich hier, weil beide Modelle haben Active Noise Cancelling, beide sind App-kompatibel, also da geht schon ein bisschen was. Ja. Und ich denke mal, wer dann auf solche Features auch Wert legt, ich denke mal, der ist in dem Preisbereich schon so ganz gut aufgehoben. Klingen natürlich sicherlich auf Mainstream ausgelegt mit etwas Bassbetonung. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Aber das kann man notfalls ja per Equalizer, hat man ja gesehen, noch ein bisschen feintunen. Jedenfalls kann ich die Lautstärke direkt auch mit den In-Ears regeln, das ist schon mal gut. Ich wollte jetzt noch mal eins mal kurz ausprobieren, und zwar jetzt läuft Musik. So, mal gucken. Ich mache mal YouTube mal ganz kurz groß. Nimm's ab. Jetzt ist gestoppt. Doch, jetzt hat er Pause gemacht. Genau, da sieht man es auch. Jetzt setzt das wieder fort. Und jetzt müsst ihr die wieder pausieren. Ja, das funktioniert mit der Tragerkennung. Ist definitiv auch nett. Brauchen wir bestimmt auch nicht immer, aber lieber haben als brauchen. So. Richtig. Gut. Haben wir das auch. Hey, eine Cosped, eine Smartwatch. Genau, wir hatten ja letzte Woche schon, letzte Woche, bei der letzten Folge hatten wir ja schon eine. Und da kommt jetzt nochmal ein anderes Modell für dich. Ja, auch hier steht, na doch, hier steht ein bisschen Optimus 2. Android 10.7? Das ist mir jetzt also aber mit schon ein paar neu. Updates, mit ein paar Sicherheitsupdates schon. Also ich bin irgendwie noch bei 10.0 oder so. So, MediaTek 6762, sagt mir jetzt nicht viel, das 464. Das ist der Helio P22 Octa-Core mit 2 GHz. Ja, okay. Das reicht dafür. 1,6 Zoll IPS-Display, 400er mal 400er Auflösung, 1260 mAh schon Akku und eine 13. Oh, jetzt wird's aber spannend. Das packen wir mal weg. Das packen wir. Jetzt gucken wir doch mal lieber rein. Du wolltest dich spoilern. Ja, aber ich kann doch nichts. Alter, das ist ein Schinken, ey. Aber eine Ladestation gibt's dazu. Junge! Okay, es ist wieder eine Android 10 Uhr, haben wir gerade festgestellt, also vollwertig. Ich kann eine SIM-Karte einsetzen und das System quasi dann autark vom Smartphone gelöst benutzen. Also es ist quasi wieder ein Smartphone für das Handgelenk. Lautaste. Ja, ich merke es, geht nicht an. Und ich habe es gerade schon gesehen, es gibt hier eine große Kamera, die nach vorne zeigt, die auch rot. Genau, die kannst du mit dem Fingernagel hochklappen. Oh, das aber. Und was fällt auch auf bei der Kamera? Da ist ein Blitz drin. Genau, ist nämlich auch die erste Smartwatch mit einer rotierbaren Kamera und sie hat einen Blitz. Und da steckt nämlich übrigens ein 13-Megapixel Sony IMX 214 drin. Also hier steht bloß 13-Megapixel, von Sony steht jetzt nichts drauf, ist auch egal. Lautsprecher hat man auch gerade gehört und wahrgenommen. Jetzt wird Android quasi prepared, also vorbereitet für den ersten Bootvorgang. Die Zeit zählt hoch und wir haben hier ein IPS-Display und auch wieder ein flüssiges System. Das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, das gefällt mir. SMS, Pulsschlag, Blut, Sauerstoff, Schlaf. Google meldet sich auch direkt. Was will Google? Ne? Okay, das kann ich so jetzt nicht abgreifen. Wecker, Musik, Bewegung, mobiler Assistent und Bluetooth. Damit kann ich dann bestimmt auch Fremdgeräte koppeln. Ja, da steht so ein iPhone zum Beispiel, ein V2006 von Vivo. Ah, okay. Ja, dann gehen wir mal zurück. Es vibriert. Genau, da hatten wir uns ja beim letzten Mal schon ein bisschen was angeguckt. Und zwar hat man hier auch wieder diese, wenn du zum Beispiel in den Homescreen gehst, dann hast du hier diese Einstellungsmöglichkeit. Da kannst du übrigens auch nach links und rechts verschieben. Genau, und da gibt es dann auch wieder diesen System, also diesen Smartwatch Pure Modus oder Light Modus genannt, der dann etwas stromsparender ist und einige vollwertige Android-Funktionen dann abschaltet. Ja. Ja, ist genau, ist jetzt wie hier, da sieht man jetzt, da sind einige Sachen fallen dann weg. Nee, jetzt ist genau andersrum, wir waren im... Ach so, dann hat er sich das gemerkt, weil ich nämlich vorhin beim Testen hatte ich nämlich den Light-Modus genau, aktiviert. Genau, weil jetzt sehe ich hier Wecker, Musik, Recorder, Dateimanager, Desktop-Einstellung, Google Play Store zum Beispiel. Da kann ich jetzt direkt drauf zugreifen, aber auch hier ist es natürlich wieder ein bisschen fummelig. Netzwerk hast du auch nicht eingerichtet. Genau. Aber da ist er. Ich stehe auf dem Kopf auf jeden Fall. Man kann sie natürlich... Ah, okay, sieht ein bisschen unscharf aus. Warte mal, ich mach mal kurz... Einmal sauber. So. Ist immer noch unscharf. Ich mache trotzdem mal Bild. Jetzt mache ich mal einen Feature. Das stelle ich kurz um. Und dann... So, eine Videoaufnahme mit dieser Wahnsinns-Cosped-Uhr mit Android 10. Und okay, das reicht. Was soll ich auch groß erzählen? Jetzt gucken wir da mal rein. Da, das ist ein Video. Also so von der Performance her geht das. Eine Videoaufnahme mit dieser Wahnsinns-Cosped-Uhr mit Android 10. Ja, Bild können wir auch mal kurz gucken. Ist, ja, wie gesagt, ich sagte gerade schon, das wirkt ein bisschen unscharf. Na gut, jetzt so richtig die Zwei-Finger-Bedienung funktioniert jetzt nicht, aber ich kann zumindest hier irgendwie in der Galerie erstmal ein paar Dinge angucken, die ich aufgenommen habe oder von mir so Bilder, die ich so rübergeschoben habe. Das ist schon ganz cool. Ja, und wie gesagt, ich kann die nach vorne klappen
und kann dann auch in die Richtung knipsen und filmen. Jo. Das ist eigentlich nicht schlecht, obwohl ich jetzt so ein bisschen die Haltbarkeit hier ein bisschen anzweifle, weil das halt einfach nur Kunststoff ist und hier wahrscheinlich nur zwei Metallstifte drin sind, die das Ganze halten. Aber wenn man da jetzt nicht tausendmal dran rumspielt, wird das schon passen, denke ich. Ja, genau. Pulsmessung auf der Rückseite. Bänder kann ich natürlich auch wieder wechseln. Ja, und wie gesagt, SIM-Karte einlegen und dann brauche ich mein Smartphone theoretisch nicht mehr mitnehmen, weil ich halt eben auch den Browser hier komplett bedienen kann und den Google Play Store nutzen kann. Also, ja, eine vollwertige. Genau, Uhr, ist komplett sozusagen wieder autark nutzbar, ja, weil SIM-Karten-Slot haben wir ja gesehen, ist ja auch an der genau Seite. Und ja, was jetzt noch dazu kommt, wenn du mal das Ladegerät hier anguckst. Das scheint induktiv zu sein, oder? Nee, da ist so eine kleine Powerbank integriert. Und zwar, da sind nochmal 1000 mAh drin. Da hat man ja fast nochmal die doppelte Kapazität von genau dem. Und das kannst du dann mitnehmen und dann lädt das Ganze auch mobil, wenn du möchtest, nochmal auf. Das ist richtig gut, denn die Akkulaufzeit von so einem vollwertigen Android-Uhren liegt meistens nur so bei einem Tag, wenn man die tatsächlich ein bisschen benutzt. Vielleicht kommt man auch mal, naja, zwei Tage ist sehr optimistisch, weil es ist im Prinzip genau das, was in eurem Smartphone drinsteckt, nur kleiner. Und wenn ich dann aber dieses kleine runde Ding einfach mitnehme und das dann auflade, indem ich es Plug and Play ranstecke, ist es ganz geil. Ich brauche keine andere Powerbank, ne, und wird mit, ja, blöderweise noch Micro-USB aufgeladen, aber ich glaube, das ist okay. Genau, und so hat man dann nämlich 2260 mAh, weil die 1260 ja von der Uhr genau und die 1000, die dann nochmal in der ja kleinen Ladeschale sind. Genau, also für wenn man Notfall tatsächlich unterwegs ist, ist das äußerst praktisch, nimmt jetzt auch nicht so viel Platz weg, ist auch bestimmt relativ schnell aufgeladen. Ja. Ach, das ist jetzt noch genau, und ansonsten drauf hast du ja schon gesehen, wir haben 4 GB RAM, 64 ja GB internen Speicher, also da kann man es echt nichts sagen, wenn man überlegt, das ist immer noch eine Smartwatch. Ah ja, Watchface ist hier aber beim letzten Mal total vergessen. Ich nehme aber die hier, sieht auch stylisch aus. Genau, und ansonsten hat man ja auch noch, wenn man jetzt WLAN eingerichtet hätte, hätte man ja auch noch den Store, da kann man sich dann weitere Watchfaces runterladen. Ja. Genau, was ein bisschen immer schwierig ist, die Uhr nutzt wohl, wenn man sie doch mit einem Smartphone verbinden will, die nutzt diese Gao Fit App oder so, da ja, ist ein QR-Code drin und ja, die macht ein bisschen Probleme, zumindest auf dem Vivo, wo ich es jetzt getestet hatte, die wollte sich nicht so richtig verbinden, da muss man dann wirklich mal ein bisschen gucken, soll aber auch für iOS funktionieren. Das ist im Prinzip auch immer so ein bisschen der Knackpunkt bei den günstigen Android-Smartwatches, dass die manchmal gar keine eigenen Apps mitbringen, sondern so eine rudimentäre benutzen und da auf die Schnittstellen zugreifen und das halt eben nicht immer so funktioniert. Wir hatten ja vor einer geraumer Zeit schon mal so 5 oder 6 Smartwatches verglichen. Ihr könnt das Video gerne auf dem Hauptkanal mit angucken. Da sind wir auch ein bisschen drauf eingegangen. Die Uhren für 20, 30 Euro, also jetzt die jetzt nicht, die waren echt gut, aber halt eben der Knackpunkt war wirklich die App. Mag jetzt dann hier vielleicht ein bisschen anders sein, vielleicht liegt es auch jetzt an unserem genutzten Telefon, lässt sich manchmal ein bisschen schwer sagen. Aber so ist es wieder eine echt flüssige Bedienung. Ja, das finde ich auch geil. Also muss ich sagen, also das ist jetzt hier nichts, wo man sagt, so öh, das ist mir zu lahm. Plus die Kamera, also das wirkt schon alles genau echt ach so, fluffig. Display ist übrigens weiterhin 1,6 Zoll groß und ja hat eine Auflösung von 400x400 Pixel und ist ein IPS-Panel. Genau. Also leider das, kein AMOLED, aber trotzdem sehr. Das hatte ich ja clevererweise schon vorgelesen am Anfang. Ja, preistechnisch, ich sage jetzt mal auch wieder 150 Euro in dem Dreh, weil komplettes Android-System eigentlich. Obwohl, ja, beim letzten Mal waren wir unter 100 Euro. Nee, da waren wir im Sale bei genau 100 ach, Dollar. Ja. Und jetzt, die ist gerade rausgekommen. UVP liegt bei knapp 177 Dollar. Ja, wird und definitiv fallen auf 130 bis 150. Da kann ich jetzt schon fast die Hand für uns vorher legen, weil das ist so der normale Preissegment-Schnitt von Cosped. Ja, nice. Also wenn man irgendwas Vollwertiges sucht, hier ist nochmal eine andere Alternative zu dem, was wir beim letzten Mal vorgestellt haben. Definitiv. Ja. Gut, machen wir weiter. Jo. Nicht viel. LED-Licht für mehr FPS, RGB Basic, LED-Stripe-Lights von Guvi. Guvi haben wir mittlerweile schon öfters mal vorgestellt. Wie gesagt, ich nutze die ja auch zu Hause. Genau, ist bei euch beliebt, ist bei uns TV beliebt. Ja. Und daher machen wir da natürlich weiter und gucken uns auch noch die anderen Sachen an. Wir haben übrigens ein neues Messer zugesandt bekommen, ohne dass wir es davon wussten. Das sieht sehr cool aus. Aber ja, das andere gibt es noch, haben wir nachgeschärft. So, da ist die Diskussion auch beendet. ja, packen wir das Ganze einfach mal aus. Ich lese jetzt mal nicht, was es kann. Das sieht auf jeden Fall nach ein paar Metern schon wieder aus und nicht nur ein paar Zentimeter. Genau, sind 10 Meter. Hey, oh, cool. 10 Meter sind auf jeden Fall schon mal gut. Ja, RGB bedeutet, es ist bunt. Ja, kannst du ja mal an Strom ranstecken. Ja, ich roll die mal so ein bisschen auf. Hier müssen wir auch noch ein bisschen einmal länger ziehen. Hier müssen wir noch einen Stecker reinstecken. Kannst ja gleich den Strom messen, wie viel Strom verbraucht wird. Ja, 10 Watt gerade. 12,9. So, und das ist blau. Und ich mache dir Licht aus. Das ist cool. Ich kann natürlich die Farben ändern mit dieser Fernbedienung. Ich gehe davon ganz stark aus, es gibt natürlich auch eine App. Natürlich, mit der ich das ist auch vorne schon auf der Verpackung, steht schon drauf. Ja, da unten stimmt, die habe ich gar nicht gesehen. Und man kann das auch circle lassen und ach nee, das ist wieder der Musikerkennungsmodus. Tralalala, jetzt kann ich wieder schön vor mich hinsingen.
und dann gehe ich die einzelnen Farben durch. Ja, funktioniert instant, kann ich direkt nutzen, gibt es keine Frage zu. So, Bluetooth ist wahrscheinlich an und da sind wir direkt verbunden. Jetzt machen wir mal die Helligkeit einfach runter. Zack, bin ich krass. Szenario können wir auswählen. Da sind noch mehr zur Auswahl, musst du nur ein bisschen hochwischen. Schade ist, dass das immer noch nicht so ganz übersetzt ist anscheinend. Aber gut, ich glaube, man klickt sich aber durch und dann passt das. Ich kann mir das auch wieder selbst zusammenbasteln, welche Farben und Abläufe ich haben will. Das mache ich jetzt mal nicht. Oder bei Color kannst du auch statische Sachen auswählen. Genau. Also total simpel. Man sieht auch Plug and Play quasi. Es wird direkt umgesetzt und umgelegt, was ich dann hier will. Also das ist schon sehr einfach gehalten. Ja, Save Color. So, und dann haben wir das abgespeichert. Jo, Effects Lab. Da machen wir jetzt mal Basic. Oh ja, machen wir mal Brot. Er gibt dir drei Farben dann vor, die dazu passen. Dann musst du da drunter die drei Farben, eine davon anklicken. Ach so, ich dachte, der läuft jetzt irgendwie durch oder so. Ja gut, das ist natürlich auch cool. Wenn du irgendwie Tomaten ablichten willst, dann machst du erstmal Tomatenlicht an. Purple Sweet Potato. Oh, Süßkartoffel. In lila, okay. Naja, also klar, die App brauche ich glaube ich nicht erklären, weil die ist echt simpel, einfach nur einen Account erstellen, kurz Bluetooth anmachen und suchen und fertig und dann funktioniert das auch. Total easy. Aber das Schöne bei der jetzt hier, bei der Basic-Variante ist, du brauchst die App ja noch nicht mal. Nee, du hast ja eine Fernbedienung mit bei und darüber kannst du soweit auch alles steuern, zumindest was relativ wichtig ist. Ja, ich würde sagen... Kommen wir zur Preisfrage. Ein Zwanni. Also aktuell, also UVP auf Amazon liegt bei 17,99 für die 10 Meter Variante und da gibt es aktuell einen 10% Rabattcode, den kann man einfach aktivieren und dann landet man bei 16,19 €. Das ist ganz ehrlich, für 10 Meter. Ey, du kriegst die so hinterhergeschmissen mittlerweile, inklusive App-Steuerung. Gut, du hast jetzt natürlich keine Fernbedienung mehr, die war eh kacke, weil die war überall gleich und hatte die gleichen Batterien und hatte mit den anderen aber nie funktioniert. Ich suche zu Hause mal wie wild und jetzt hast du einfach die App verbunden, Bluetooth, alles klar. Genau. Das Einzige, was jetzt nicht mit dran ist, ist jetzt hier quasi so ein Silikonstreifen drüber, dass das Ding auch wassergeschützt ist. Aber wenn man vom Innenraum ausgeht und die einfach nur irgendwo ranklebt, ist das, glaube ich, völlig okay, was man hier bekommt. Und für den Preis, da gibt es gar nichts zu meckern, finde ich. So, packen wir mal wieder ein. Da sehe ich ganz genauso für den Preis gleich 10 Meter und eine komfortable App. Ja. Da geht das. Das ist echt günstig. Also keine Ahnung, wie die das machen, aber ich finde das extrem interessant. Ja, wie gesagt, verbraucht nicht bei 8 Watt. Auch das ist völlig normal und ja. Supi. Sind ja auch 10 Meter. Das Notebook steht ja nicht ohne Grund da. Ich dachte, das wäre Deko. Also wieso? Hat er den Strom gemessen? Hat er schon einen Grund gehabt? Er hat jetzt noch einen Grund. Corsair! Ja, eine Maus von Corsair. Sabre RGB Pro, die Champion Series mit CUE. Das klingt nach voll fett. Und zwar das IQ, das ist ja die Software zur RGB-Steuerung, beziehungsweise, dass man das alles synchronisiert miteinander. I sein, ach so. Das habe ich auch erkannt. Ich packe mal die Maus aus erst. Oh, die ist, hat ja noch gar keine angepackt. Nö. Nö. Man weiß ja gar nicht, wie die ist. Ich habe zumindest die in der Theorie die ganzen Daten. Das ist schon mal gut, dann hau die doch mal raus. Genau, und zwar, wir haben hier die Sabre RGB Pro. Preis sage ich dir noch nicht. Und zwar, Besonderheit ist, diese Maus wiegt nur 74 Gramm. Wenn man sie aus der Verpackung rausbekommt. Wenn man sie aus der Verpackung rausbekommt. Weitere Besonderheit ist, dass die Kabelummantlung bzw. das Kabel extrem flexibel sein soll. Ja. So dass man halt nicht hier irgendwie, naja, es, wie gesagt, beide Produkte sind für einen E-Sport ausgelegt, sollen so komfortabel und bequem und schnell reagierend wie möglich sein. Nächste Besonderheit ist, wir haben wieder die Teflon-Gleiter unten dran. Ja, PTFE, genau zu sein. Man kann doch einfach die Folie dran lassen, dann gleitet es doch auch, oder? Dann hat man vielleicht noch Probleme mit dem Sensor nachher. Also ich muss jetzt mal ganz kurz dich da unterbrechen, im Positiven. Und zwar, dieses Band ist wirklich, das ist wie ein Schnürsenkel. Da steckt wirklich ein schmales Kabel mit drin. Das heißt, man hat auch so ein bisschen den Widerstand und kann das so ein bisschen biegen. Aber das fühlt sich an wie ein Schnürsenkel. Und die Maus wiegt echt 0,nix. Das ist schon... Und sie gleitet auf dem Holztisch echt schon mal gut. Bedeutet jetzt nicht, dass die auch automatisch gut ist, aber ich pack die mal rein. Aber wie gesagt, weitere Besonderheit ist, wir haben einen PMW 3392 Sensor mit 16.000 dpi. Wir haben RGB, was in zwei Zonen konfigurierbar ist. Genau, das kann man dann per Software dann in die zwei Zonen konfigurieren. Momentan läuft es da halt so ein jetzt Rainbow. Haben wir direkt 3 FPS mehr, 1, 2, 3. Na logisch. Hier hat man noch Profile, die man irgendwie durchsteppen kann, oder soll das die Das ist die Geschwindigkeit, sein? Die man dann einstellt. Ach so. Oh ja, die Gleiter sind richtig phänomenal. Also selbst auf diesem Holztisch gleiten die hier rüber wie Sau. Und die Maus ist extrem flott unterwegs. Jetzt habe ich den Langsam-Modus an, jetzt den mittleren und jetzt den schnellen.
und jetzt nochmal einen höheren. Sehr, sehr gut. Also das gefällt mir. Die liegt auch gut in der Hand. Weitere Besonderheit ist auch noch, da sind halt OMROM-Schalter wieder drin, die ja auch bei anderen Mäusen verwendet werden. Weitere Besonderheit ist aber, dass die Plastikabdeckung darüber, also die Maustasten, die liegen direkt auf den Schaltern. Da ist kein Spalt zwischen. Das heißt, sobald du ein bisschen Druck auslöst, ist sofort auch schon der Taster ausgelöst, weil halt keine Luft dazwischen ist. Du liegst halt auf den Tastern wirklich drauf. Ist halt so ein halber Millimeter an Spiel und dann lösen direkt aus. Das ist cool. Also merkt man auch direkt beim Bedienen. Soll so schnell auslösend wie möglich sein. Und dann weitere Besonderheit, wir haben hier eine Polling Rate, also eine USB-Aktualisierungsrate von 8000 Hertz, also 8 mal pro Millisekunde. Damit man halt hier nämlich den Vorteil hat, weil es wohl bei, normalerweise haben ja Gaming-Mäuse so um die 1000 Hertz. Ja, das haben wir ja öfter schon gehabt. Und da soll es wohl Probleme geben bei High Refresh, also bei Monitoren mit einer hohen Bildwiederholfrequenz. Wenn sie dann mehr als 120 Hertz Darstellung haben, soll es wohl bei 1000 Hertz Polling Rate ab und zu dann auch schon zum Mikroklang kommen können. Was natürlich nur E-Sport-Profis wahrscheinlich bemerken würden. Und diese 8000 Hertz soll wohl dann auch bei Monitoren, die dann 300 Hertz oder sogar mehr, es gibt ja teilweise sogar schon 360 Hertz, das soll dann dafür auch komplett mikroruckler-frei funktionieren. Okay. Deswegen diese hohe Polling Rate von 8000 Hertz. Wie gesagt, können wir jetzt natürlich nicht testen, weil wir haben hier auf dem, zum Beispiel bei dem Razer Notebook jetzt hier nur 144 Hertz. Aber nehmen wir mal einfach so hin und glauben das. Und bevor wir jetzt das Ganze kurz ausprobieren, packen wir noch die Tastatur aus. Ja, also die Maus ist schon mal sehr cool, muss ich so sagen. Achso, preislich können wir gerne auch noch was sagen. Was schätzt du? Corsair ist jetzt auch nicht unbedingt ganz günstig, so im Mittelfeldbereich. Ne? Ich sag mal, ein Fuffi, obwohl es E-Sport, dann wahrscheinlich 60. UVP 60 Euro. Ja, Punktlandung, weil ich E-Sport erwähnt habe. Du alter E-Sport-Profi. Ne, ich vor allen Dingen, eine Konsole, ja. Hey, wieso, warum ist die offen? Die haben wir schon ausgepackt. Aha. Warum? Weil wir die Software ausprobieren mussten. Aha, verstehe. Oh, die ist aber süß. Dieser klein. Ja, wie man schon sieht, hier fehlt der NAM-Block. Deswegen ist er halt ein bisschen kürzer. Ja, den braucht ja auch nicht jeder. So, was gibt es hier noch drunter? Oh, Ersatztasten. Und ein fettes USB-Kabel. Und was man damit auch schon sieht, das Kabel ist wechselbar und abnehmbar. Hat ja auch nicht jede Tastatur, leider. Definitiv nicht, nee. So, das Ganze ist ja auch ein bisschen tiefer eingesetzt, der Typ-C-Port. Oh, leuchtet aber schön. Ist direkt auch von Windows erkannt. Hier dann im Prinzip nochmal ein paar Keycaps, die ich auswechseln kann und ein Kabelmanagement. Nee, das ist das Tool, um die Tasten rauszuholen. Ach so, stimmt, ja. Irgendwie sehe ich das mal. Und die sind, wie gesagt, das sind die WASD-Tasten. Ja. Und zwar haben die auch nochmal eine andere Perforierung oben. Die sind schraffiert, genau. Genau, die sind dann ein bisschen texturiert, dass man das halt besser merkt und sind dann halt nicht schwarz, sondern silber. Oh. Was übrigens auch eine Besonderheit ist, erstmal die Beschichtung der Tastencaps, die soll wohl deutlich dicker sein als bei anderen, sodass die selbst bei Millionen von Anschlägen sich auch die Beschriftung nicht ablöst. Das Problem habe ich zum Beispiel bei meiner Diensttastatur gerade. Hier so die Shift-Taste ist schon komplett abgerockt, weil ja Großschreibung, ne, und dann mit dem Fingernagel, wie man hier immer draufkommt. Ja, wird Zeit für eine neue, würde ich sagen. Genau, und was du auch gemerkt hast, da sind Cherry MX Speed-Schalter verbaut. Und zwar lösen die schon nach 1,5 mm... Ja. Anschlag lösen, nee, bei 1,2 mm Anschlag lösen die schon aus. Windows meckert gerade schon, weil ich hier einfach nur die Taste so leicht antippe. Vor allen Dingen sind die auch relativ geräuscharm. Also man... Dafür, dass sie mechanisch sind, ja. Genau, man hört die schon, aber das sind eher so die Druckgeräusche, die die Taste von sich automatisch so abgibt. Das Ganze in einem Aluminium Oberfläche, Kunststoff, leicht schraffiert, fühlt sich auch irgendwie ganz interessant an. Corsair-Logo hier oben, dann gibt es noch ein paar Quick-Funktionen, auch die Lautstärke kann ich unter Windows dann einstellen. Play, Pause, Stopp für Musik oder Video oder was weiß ich. Also das sieht schon auch echt hochwertig aus, gefällt mir. Definitiv. Und schön kompakt. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine ganz kleine Zock-Session und dann kannst du ein Glukots-Fazit ziehen. So. So, jetzt kann Ronny mal zeigen, was er kann. Ja, nicht viel, aber ich kann von Track zu Track springen und falle erstmal daneben. So, Jean-Claude Van Damme hat es auch nicht geschafft. Der hat ja Spagat dazwischen gemacht, den gibt es jetzt auch nicht mehr. Das müsste man jetzt auch noch können. Ja, das Spiel kenne ich tatsächlich, aber... Und kurz vorm Ziel ist er raus. Hart gefailed, ja. Ja, die Maus brauche ich jetzt eigentlich nicht so wirklich. Wer will, macht hier... Na, sag doch nicht sowas, das ist ein absoluter E-Sport-Titel, man sieht's doch. Ist schnell auf jeden Fall, ja, und schnell tot. Aber ja, eigentlich würde die Tastatur jetzt reichen, aber die ist echt soft, die Tastatur, die gefällt mir. Also die ist leise, weil mich stören tatsächlich die mechanischen Tasten, wenn die so laut klackern und klickern. Ist jetzt hier nicht der Fall. Die Maus ist von der Abtastrate, von der Übersetzung, was ich denn, also Input quasi, ist sie 1:1 direkt da. Also fühlt sich richtig, richtig gut an.
Genau. Also, ich würde sagen, wir belassen es mal auch dabei. Du kannst gerne. Ich wollte noch mal einmal sterben, so, zack, geschafft. Genau, genau. Und zwar vielleicht noch eine kleine Besonderheit. Wir haben noch hinten an der Tastatur, da wo das Kabel reingesteckt wird, haben wir noch einen Schalter. Und ja, zwar, den kannst du hochklappen. Genau, klapp den mal komplett hoch. Oh! Genau. Mein Gott, sie leuchtet rot! Genau, das ist jetzt nämlich der Turniermodus. Und da werden zum Beispiel auch Makrofunktionen komplett deaktiviert. Die Hintergrundbeleuchtung geht auf statisch und man kann noch ein paar andere Sachen einstellen. Das ist dann für viele auch, ich glaube auch im Turnier, wie gesagt, sind nämlich Makros auch nicht erlaubt. Und deswegen ja, auch, glaube ich, die Beleuchtung auch auf der Rückseite, dass man dann halt sehen würde, oder wenn da welche sind, Schiedsrichter oder so weiter, dass man sieht, okay, das ist jetzt an. Genau, was mir gerade einfällt, wie viele Tasten kann ich denn zeitgleich drücken? Weil man hat ja früher mal dieses Ghosting gehabt, wenn du da halt irgendwie drei Tasten drückst, genau. Aber ich glaube, das ist mittlerweile also hier, auch passiert, das soll oder? Mittlerweile auf über 10 Tasten gleichzeitig, also da gibt es gar keine Probleme mehr. Ja gut, Windows sagt jetzt gerade nichts, aber es wird schon stimmen. Hier ist übrigens auch die 8000 Hertz Polling Rate, dass man halt 8 USB-Anschläge pro Millisekunde und so weiter, also ich glaube, da gibt es gar keine. Ansonsten, es sieht echt stylisch aus, also gefällt mir auch jetzt mit der LED-Beleuchtung, kann man ja alles einstellen und so weiter. Maus auch super, gefällt mir auch echt gut, obwohl ich mit meiner, die ich jetzt gerade benutze, so zum Arbeiten zum Beispiel auch sehr zufrieden bin, aber die ist so leicht im Vergleich zu meiner, weil die so schwer ist, dass das schon wieder einen extremen Unterschied macht. Also cool. Die Tastatur finde ich auch sehr geil, geile Optik, gute Verarbeitung. Tipp- und Druckgefühl macht Laune und Spaß. Es ist nicht zu laut. Ich kann halt im Prinzip die Keycaps austauschen, damit das Ganze noch ein bisschen schicker aussieht. Und was mich jetzt da tatsächlich ein bisschen stört, ist quasi der Numlock, der fehlt, weil ich das auf Arbeit ab und zu mal brauche. Genau. Ist jetzt für den Gamer vielleicht nicht unbedingt das Problem. Genau. Für die meisten Gamer ist es nämlich so, die wollen dann lieber eine kurze, schmale Tastatur, damit man halt daneben auch mehr Platz für die Maus hat. Genau, das muss man natürlich für sich selbst entscheiden, aber ich weiß, dass vor allem auch im E-Sport- bzw. Gaming-Bereich mögen viele eher Tastaturen, die halt keinen Numblock haben, weil die halt dann kompakter sind. Ja. Aber so, ich finde die von der Breite finde ich echt gut, weil du kannst hier ganz normal schreiben und musst nicht extra wegen dem Numblock noch nach rechts ausweichen, sondern bist relativ nah dran und kannst dann hier schon so rumdaddeln. Also finde ich sehr gut, ja. Okay, Maus hatten wir gesagt, 60 Euro, Tastatur, jo, mein Gott, keine Ahnung. Allein durch die Materialien würde ich sagen locker 90 Euro. Durch abnehmbares Kabel und diese E-Sport-Funktionalität und Ghosting, ich denke, bei 120 sind wir da auch ganz spontan. Da liegt die UVP bei 160 Euro. 160 sogar. Das ist also übrigens die Corsair K70 RGB TKL. Genau, und das wusstest du aber vielleicht nicht, aber die Corsair-Tastaturen, die aus dem höheren Bereich, die liegen preislich dann alle so in dem Dreh. Also da ist die jetzt nicht teurer als die anderen Modelle, liegt da genauso in dem Preisbereich. Gut, ich meine, ich habe auch schon teure Tastaturen gekauft und wir haben auch im Büro relativ teure Tastaturen immer im Betrieb. Also wir wissen auch, wofür man das bezahlt. Klar, wir zocken da jetzt nicht drauf, aber auch wenn man viel schreibt, gerade was so Abrieb und so weiter angeht oder Funktionalität und Medientasten, das bezahlt man alles mit. Und gerade die Materialien hier, das dicke Aluminium, was hier mit draufgepackt ist, das kostet halt alles. Also ich kann es irgendwie schon nachvollziehen, auch wenn es irgendwie wahrscheinlich im Portemonnaie wehtut. Aber wer halt eben E-Sport oder Zocken als Hobby hat und wirklich jeden Tag mehrere Stunden dran sitzt, der wird wissen, warum man dafür auch so viel Geld ausgibt. Ansonsten hat man auch noch die Makrofunktion, wie man es schon kennt. Das heißt, man drückt die Aufnahmetaste, Makrotaste, kann dann Tastenabfolgen einprogrammieren. Die werden auch intern auf der Tastatur gespeichert. Da gibt es insgesamt, was hatte ich mir aufgeschrieben? Wir haben einen Onboard-Speicher halt für die Profile und auch für die selbst konfigurierten Lichtprofile, die man einstellt. Das heißt, wenn du das Ding abklemmst, am nächsten PC anklemmst, dann sind die Profile auf der Tastatur gespeichert. Das ist natürlich auch alles noch verfügbar. Ja. Ja, was natürlich auch ein Vorteil ist. Ja. Wie gesagt, man hat die Software, die dann halt das Ganze auch synchronisiert. Das heißt, Maustastatur kann alles miteinander abgestimmt werden. Und was auch noch ist, teilweise unterstützen auch Spiele diese IQ-Software. Das heißt zum Beispiel, weil das hatte ich zum Beispiel bei Far Cry 5, dann hat die Corsair-Tastatur erstmal in der amerikanischen Flagge aufgeleuchtet in der Optik. Das ist ja cool. Ja, und das, wie gesagt, ist von manchen Spielen unterstützt, wenn man das möchte. Und dann sorgt die halt dafür, dass da unterschiedliche Farbprofile je nach Spiel geladen werden. Aber ja, würde ich sagen, schönes Ding. Machen wir weiter. Huanuo oder so. Da haue ich dir nochmal drei Pakete auf den Tisch. Viel Spaß. Okay. Ich pack mal einfach. Wir packen mal einfach alle aus. Oh, das lassen wir eingepackt. Das sieht gut aus. Okay, dann packe ich das doch aus. Das ist ja mal komplett universal. Drei verschiedene Dinge und trotzdem irgendwie. Oh. Dreh's mal um. Dann alle. Alle umdrehen. So. Nee, das ist schon richtig. Achso, ich kann sagen. Ja, das ist richtig. Das muss noch. So. Ah, genau.
Lapdesk steht nicht umsonst dran. Genau, weil wie man unschwer erkennen kann, das sind alles drei so eine Lapboards, dass man ein Notebook oder was auch immer man möchte auf seinem Schoß platzieren kann. Ja, bei dem, was du jetzt da hast, ist die Besonderheit, du kannst es auch noch anwinkeln. Da klappst du jetzt in das, kannst du noch umklappen? Ja. Genau, dann kannst du den Winkel einstellen. Cool, dann kannst du das Notebook hier draufstellen. Genau. Bei dem anderen hast du halt einfach nur eine komplette Hartholzoberfläche. Bambus. Genau. Und mit Styroporkugeln gefülltes Unterteil. Was übrigens auch noch eine zweite Funktion beinhaltet. Du kannst es so, wie du es gerade hast, nämlich auch auf dem Arbeitsplatz Schreibtisch legen und kannst es als Kopfkissen benutzen, wenn du mal kurzes Nickerchen in der Pause machen möchtest. Das ist ein sehr guter Hinweis. Genau. Also wer da mal in der Pause irgendwie im Büro mal 10 Minuten kurzes Nickerchen machen möchte, könnte das Ding einfach umdrehen. Und dann ab. Powernap soll gesund sein. Genau. Die beiden kleineren sind übrigens für bis zu 15,6 Zoll Notebooks geeignet. Da kannst du ja mal das Razer kurz abklemmen. Ups. So, das passt drauf. Das war ja auch 15,6, ne? Genau. Steht auch drauf. Also ich würde jetzt behaupten, man könnte auch ein etwas größeres draufstellen, weil ein bisschen Platz nach links und rechts rüber hinaus ist auch nicht so das Problem. Das funktioniert. Dann, warte mal, packen wir das mal weg, ohne dass mir irgendwas runterfällt. Genau, das kannst du ja auf dem anderen auch nochmal hinstellen. So, und dann machen wir das nämlich... So, gut, das ist hier komplett aus Kunststoff, das gibt es natürlich so ein bisschen noch nach. Hat aber auch sehr, sehr weiche Polster. Ja. Du kannst das ja mal kurz dich zur Seite drehen und das mal auf deinen Schoß stellen. Mach ich gleich. Und Winkel kann ich einstellen und dann passt das so. Komm her. Ist auf jeden Fall sehr weich. Jo. Gut, es ist ein bisschen eng mit dem Tisch hier, aber theoretisch konnte ich hier so arbeiten. So, und jetzt kommt natürlich noch das Große, was noch ein paar Funktionen mehr beinhaltet. So. Also erstmal haben wir hier auch eine Holzoberfläche. Wir haben da diese Trageschlaufe. Ja. Gibt es auch übrigens in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt die dunkle Variante gewählt. Ich glaube, drei verschiedene Farben gab es zur Auswahl. Das gefällt mir auch. Genau. Handballauflage gibt es schon mal. Die ist gepolstert. Richtig, die ist schon mal als Unterschied. Und wir haben integriertes Mauspad. Ja, es ist halt einfach nur eine Plastikschale mit ein bisschen Kunstleder drauf, aber... Genau. Also genau. Theoretisch kannst du mal das Notebook da mit draufstellen, trotzdem? Die Handballenauflage dient auch gleichzeitig wieder als Sperre, dass das Notebook nicht runterrutscht. Und was noch dazu kommt, wir können halt nicht nur ein Notebook draufstellen, denn wir haben auch oben eine Öffnung für ein Smartphone und für ein Tablet. Die kannst du dann hochkant mit reinstellen. Wenn man möchte. Ja, Notebook wird jetzt nicht unbedingt... Passt. Oder ja, aber ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen. Aber rein theoretisch, da kann man ein Tablet und ein Smartphone auch noch mit reinstellen. Ja. Da hat man so einen kleinen mobilen Arbeitsplatz. Ja, und unten dann natürlich auch weich gepolstert. Ja. Das Ganze ist übrigens auch nicht nur für, ich will mal unterwegs arbeiten, sondern das kann man auch wunderbar benutzen, wenn man Couch-Zocken machen will, Couch-Gaming. Ja. Weil dann schnappt man sich einfach eine kabellose Maustastatur, setzt sich mit dem Ding aufs Sofa und zockt zum Beispiel am Fernseher. Ja. Dann hat man zum Beispiel, dann legt man sich nämlich ein Notebook darauf, sondern eine Tastatur, eine kabellose, nutzt halt das kleine Mauspad für vielleicht eine Maus mit einer hohen DPI-Zahl und kann sich auch noch sein Smartphone mit draufstecken, dass man halt unterwegs, wenn man irgendwie zockt, dann doch noch nach. Oder die Fernbedienung für den Fernseher, wenn ich mal umschalten muss. Oder so. Genau, ja. Weil dafür ist das Ding auch ideal geeignet. Das sieht doch alles sportlich aus. Ich glaube, das kostet alles auch gar nicht so viel Geld. Kannst ja mal schätzen. Also, ich weiß nicht, das hier ist ja komplett aus Kunststoff gefertigt und hat halt eben... Auch die Polster, was auch sehr angenehm ist. Man sieht auch, dass das so ein bisschen die Form hält. Wirkt aber halt eben schon von der Materialwertigkeit relativ günstig und ist auch nur so ein Stecksystem im Prinzip. Ich glaube, das liegt vielleicht auch so bei 20 Euro maximal. Das liegt bei Amazon bei UVP 12,99. Ja, siehst du, sag ich ja. Direkt daran erkannt. Also dafür ist es glaube ich, geschenkt. Wie lange das jetzt hält oder wie lange das standhält, das kann man natürlich nicht beurteilen. Auch hier die Klappe ist auf jeden Fall ist es stabil. Rumiert. Ich habe auch ein bisschen drauf rumgedrückt, ja. Wenn ein Notebook drauf stand. Also hab auch wenn es ein gesehen. Bisschen genau leichten, was ich auch gut finde, zum Beispiel, dass der Deckel da einrastet. Das heißt, wenn du es dann doch irgendwie mitnimmst, oben, genau ja, dann klappt dir das Ding nicht unterwegs irgendwie auf. Das geht schon gut, klar. Der kleine noch, aber der ist gummiert. Genau, der kleine, der klappt halt auf. Okay, 12 Euro ist kein Geld. Ich denke, aufgrund des Holzes und weil hier einfach noch ein bisschen mehr Stoff verwendet wird, liegt das eben dann bei 20. Genau, ist richtig. 19,99, auch auf Amazon. Ja. Dann hat man halt, wie gesagt, die Öffnung auch noch, um vielleicht ein Kabel vom Notebook durchzuführen. Kannst du auch, ja auch das als Maltableau nehmen. Oder so. Auf jeden Fall kann man da theoretisch auch ein Ladegerät durchführen.
Und ich denke, das wird hier so einfach so, ja, ich sag mal so bei 35 maximal liegen. Das liegt bei 29,99. Okay, das ist auch ist dann halt okay. In drei verschiedenen Farben. Ja. Also man darf jetzt, wie gesagt, nicht die hochwertigsten Materialien erwarten, aber im Gesamten passt das, glaube ich. Also wenn man das behutsam und normal einsetzt, dann ist das für den Alltag geeignet. Bei dem hier kannst du offiziell auch ein 17,3 Zoll Notebook mit draufstellen. Da wobei ich dann das mit dem Überstand nach links dann schon und mit dem Mauspad schon wieder eher nicht so sehe, als wie auf dem hier, muss ich ehrlich sagen. Weil das Razer Notebook ist nun auch nicht so wahnsinnig groß, hat gerade hingepasst. Mit dem 17er gucken wir ein bisschen drüber und mehr nach rechts kann ich nicht wegen dem Mausbereich. Also, aber ja, mein Gott, was kostet die Welt? Also wenn man sowas braucht, da habt ihr das. Also ich finde es, wie gesagt, für Couch-Gaming finde ich das mega. Absolut. Weil das ist ja immer so, manche stellen sich ja vielleicht auch einen PC im Wohnzimmer mit am Fernseher ran und dann kann man hier mit kabelloser Maus und Tastatur, man muss ja halt kein Notebook draufstellen, kann man dann halt zocken. Und bei dem großen wurde übrigens auch gezeigt, man könnte auch die Rückseite für ein kleines Nickerchen benutzen. Da wurde dann gezeigt, da legt man dann halt seinen Arm dann drauf und dann... Genau. Ah, perfekt. Toller Abschluss. Gute Nacht. Oder halt andersrum und dann kann man halt die größere Seite halt für den Kopf benutzen, je nachdem, wie man da lustig ist. Ja. Passt. Würde halt notfalls auch gehen. Sehr schön. Hast du noch was? Nö. Das war alles gewesen. Ja, haben wir ja auch wieder genug gezeigt. Würde ich sagen. Auf jeden Fall. Jo, denn... Links gibt es natürlich in der Videobeschreibung, Untertitel ist es auch, das heißt, ihr müsst ja nicht alles angucken, was euch nicht interessiert. Links in der Videobeschreibung, Kommentare, Feedback rein damit, wenn ihr da über die Links irgendwas kauft, unterstützt ihr uns, damit finanziert sich natürlich der Kanal und unser Dasein. Installiert auch gerne unsere App, besucht unsere Webseite, besucht uns auf Twitch, Twitter, nerdsheaven.de, was weiß ich, wir sind überall zu finden, einfach nerdsheaven einklimpern ins Internet und dann wisst ihr, wo wir sind. Und das war's. Genau, dann bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.